So, jetzt kommen wir zum Beweis, wie du unendlich bringt zahlen. Zwar habe ich schon angedeutet, wie ich das machen würde. Ich würde sagen, es gibt nicht unendlich Primzahlen. Und daraus zeige ich, dass die Annahme falsch war. Also wenn es nicht unendlich Primzahlen gibt, dann muss ja irgendwie eine Zahl geben, wo die grösste Primzahl ist. Ich nehme die mal P. P ist grösste Primzahl. Und jetzt, also ich habe jetzt einfach gesagt, ich habe angenommen, es gibt nicht unendlich, das heisst, es braucht den grössten, weil es ist ja unendlich. Ja. Also, ich nenne die P. Jetzt, ich kann jetzt, so wie ich oben gezeigt habe, kann ich alle Primzahlen raussuchen, bis ich bei P bin. Also ich kann ja da habe ich ja vorgezeigt, ich im letzten Video, ich kann alle Zahlen aufschreiben. Ich schreibe es mal bis 14 auf. Und dann machen wir weiter bis P. Und so können wir jetzt alle Nicht-Primzahlen wieder durchstreichen. Das habe ich letztes Mal gemacht. Man schaut einfach, ob man es kann ohne Rest teilen durch eine andere Primzahl, die kleiner ist. Also größer kann man es nie teilen ohne Rest. Ja. Und ich mache das jetzt mal. 8 kann man geteilt durch 2 rechnen, 10 kann man geteilt durch 2 rechnen, 12 kann man geteilt durch 2 rechnen, 14 auch. So. Jetzt haben wir mal die ersten Primzahlen und dann machen wir bis U. Und dann haben wir alle Primzahlen, die es noch gibt. Dann haben wir das hier, sind alle Primzahlen. Es gibt keine, wir wissen ja, es gibt nicht unendlich Primzahlen. Die größte ist P, wir haben alle aufgezählt bis P. Gut. Theoretisch. Und jetzt können wir noch etwas anschauen. Etwas Wichtiges. Eine Zahl, die man geteilt durch eine Primzahl kann rechnen, plus 1 kann man nicht mehr geteilt durch die rechnen. Ich werde da demonstrieren. Zum Beispiel 4. 4 kann man geteilt durch 2 rechnen. Da gibt es 2, oder? 4 plus 1. Da kann man nicht mehr durch 2 rechnen. Da gibt es nämlich 2,5. Also da ist nicht erlaubt, weil es Kommazahlen gibt. Das gleiche zum Beispiel. Ah, nein, das ist auch falsch. Das gleiche kann man mit allem machen. Zum Beispiel nehmen wir nochmal 39. 39 kann man geteilt durch 13 rechnen. 39 plus 1 kann man nicht mehr durch 13 rechnen. Ja, da gibt 3 im 13. Das gilt nicht. Also eine Zahl, die man kann geteilt durch eine Primzahl rechnen, plus 1 kann man noch nicht mehr geteilt rechnen. Das liegt daran, weil die kleinste Primzahl ist 2 und halt immer nur jede zweite kann man wieder durch 2 teilen. Da immer nur jede 13. Also 39 plus 13 durch 13. Selbst kann man durch 13 teilen. Also immer, man muss immer die Sprünge machen von der Größe der Primzahl.
So, das ist wichtig zum Wissen. Also wir haben jetzt eine Liste da mit allen Primzahlen und wir haben herausgefunden, wenn man eine Primzahl plus 1 rechnet, wenn man eine Zahl, wo man kann teilen durch eine Primzahl plus 1 rechnet, kann man sie nachher nicht mehr durch die Primzahl teilen. Und jetzt noch kommt die Idee für den Beweis. Und zwar, wenn man jetzt 2 mal 3 mal 5 rechnet, dann gibt das etwa so ungefähr 30. 30 kann man jetzt durch 5, durch 3 und durch 2 teilen. Oder? Und jetzt 31 kann man weder durch 5 noch durch 3 noch durch 2 teilen. Macht Sinn, oder? Ein 30 ist zustande gekommen, weil wir etwas mal 5 gerechnet haben. Das heisst, wir können auch wieder geteilt durch 5 rechnen und kommen dann einfach den Rest wieder zurück. Also 30 durch 5 gibt 2 mal 6, gibt 6, 2 mal 3 gibt 6. Das gleiche, wenn wir 30 durch 3 rechnen, können wir 2 mal 5 über, also 10. Und geteilt durch 2 gibt 15. Jetzt aber eben 30, da hast du alle 3 teilbar. 31 ist jetzt nicht mehr teilbar, der geht nicht. Das ist der gleiche Trick von oben. 30 ist durch 5 teilbar gewesen, oder ist 31 nicht mehr teilbar. 30 ist durch 3 teilbar, 31 ist nicht mehr durch 3 teilbar. 30 ist durch 2 teilbar, 31 ist nicht mehr durch 2 teilbar. Vielleicht haben wir jetzt schon ein bisschen eine Idee bekommen, wie ich jetzt drauf losgehe, um das zu beweisen. Und zwar rechnen wir jetzt einfach alle Primzahlen, die es gibt, mal. 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 mal 13 mal 17 mal 19 mal 23 mal 4, 5, 6, 7, 8, 29, 31 bis P. Er gibt eine riesige Zahl. Und ich muss die nicht mal ausrechnen. Ich nenne die jetzt mal riesige Zahl. Und was ist jetzt bei dieser? Was ist an dieser Zahl besonders? Man kann sie teilen durch alle Primzahlen. Man kann sie durch 2 teilen, weil wir haben da mal 2 gerechnet. Man kann sie durch 3 teilen, weil wir haben da mal 3 gerechnet. Man kann sie durch 5 teilen, weil ich da mal 5 gerechnet habe. Man kann sie sogar durch p teilen, weil ich am Schluss nur mal p gerechnet habe. Die riesige Zahl ist durch alle Primzahlen teilbar. Weil ich gesagt habe, die größte Primzahl ist p. Also ist das jetzt so. Jetzt aber etwas kommt jetzt direkt raus. Und zwar riesige Zahl plus 1. Die ist jetzt nicht mehr teilbar. Die ist durch keine Primzahl jetzt teilbar. Nicht durch 2, nicht durch 3, nicht durch 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Alles hoch bis P. Durch keine Primzahl ist teilbar. Durch keine Primzahl ist teilbar. Durch was sie denn teilbar? Ja, sie ist durch sich selber teilbar und durch 1, aber durch keine Primzahl. Das ist Definition, das heißt, das ist eine Primzahl. Jetzt haben wir aber ein Problem. Weil ich habe gesagt, P ist die größte Primzahl. Ich habe gesagt, ja, es gibt nicht unendlich Primzahlen. Also,
gibt es eine grösste und ich nenne die grösste P. Und jetzt habe ich aber neu gefunden. Ich habe eine viel größere gefunden. Ich habe alle mal gerechnet, Primzahlen, die es gibt. Und jetzt plus 1 gerechnet. Und jetzt habe ich neue Primzahlen. Was soll jetzt da? Das ist genau das, was ich wollte zeigen. Ich habe angenommen, es gibt nicht unendlich Primzahlen. Und hat gezeigt, dass die Aussage falsch ist. Das ist genau das gleiche, wenn ich einfach gezeigt hätte. Es gibt unendlich Primzahlen. So, da kann man Logik auch brauchen. Also, ich habe gezeigt, ich finde immer größere Primzahlen. Also, ich habe jetzt nur eine größere gefunden, oder? Und dann kann ich sagen, ja, aber wegen dem gibt es nicht unendlich. Aber ich habe gezeigt, sobald jemand behauptet, es gibt nicht unendlich Primzahlen, dann finde ich eben eine, die größer ist, wie seine größte. Und wenn er sagt, ja gut, jetzt sind da halt alle Primzahlen, die es gibt. Und wir nehmen die neue dazu. Die neue nehmen wir da hinten. Wir kommen. Jetzt kann ich das Spiel aber wieder machen. Ich kann wieder alle mal rechnen und plus 1 rechnen. Und habe wieder neue. Der geht nie, hört auf. Mit dem habe ich gezeigt, bei uns macht man mit den Vierecken, habe ich gezeigt, es gibt unendlich Primzahlen. Genau. Das ist einer von den einfacheren Beweis für so Zahlen Sachen. Aber ich finde, es ist jetzt ein bisschen grusig, weil es da so viele Nichte hat. Nicht und nicht und alles überhaupt nicht. Aber ansonsten ist da eigentlich einfache Logik. Wir haben da nicht viel Zeichen, wir haben nur ein bisschen mühsam mehrere hintereinander. Und jetzt haben wir mit dieser wenigen Logik, ich habe das gezeigt. Nicht unendlich folgt daraus folgt, dass es doch noch mehr gibt. Und da habe ich oben gezeigt mit Logik, dass das gleich ist wie A. Also die Aussage ist genau dann wahr, wenn A wahr ist. Und weil die Aussage wahr ist, ist das auch wahr. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen verstehen. Wenn nicht, könnt ihr dafür da gerne Fragen stellen. Ich würde gerne da noch ein bisschen mehr erklären, wenn das nicht für alle klar ist.